Ich bin gerade dabei, eine eigene Kartusche für die Samurai zu planen, weil wir so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der Race Day Kartusche von RockShox. Schwierigkeiten insofern, die ist so oft nicht lieferbar. Es braucht verschiedene Varianten. Die Leute fragen nach 130 mm Federweg, das geht aber mit der Kartusche nicht. Was ist jetzt, wenn die Kartusche mehr einen Defekt hätte und der Kunde steht dann ohne was da? Ich brauche einfach eine eigene Lösung, die ich selber reparieren kann, wo ich mich selber darum kümmern kann, wo ich selber dafür Sorge tragen kann, dass die Kartusche einfach funktioniert. Und deswegen bin ich gerade dabei, eine Kartusche zu planen. Ich würde gerne das Prinzip der aktuellen Downhill-Dämpfung 1:1 übernehmen. Genau, aber halt so leicht, wie es nur irgendwie geht. Ich versuche natürlich aus den Teilen, die ich auf Lager habe, die bestehenden Teile, so viel davon zu nutzen. Ich schaue jetzt gerade, wir haben so alte Kolbenaufnahmen, die für diese neue Kartusche, die Leichtbaukartusche, perfekt und ideal sind. Und jetzt bin ich gerade am Schauen, was ich hier einfach noch kürzen kann, um die letzten 1-2 mm rauszuholen. Hier ist zum Beispiel noch ein Stück, das ist so 0,7 mm wahrscheinlich, wo ich das noch abdrehen könnte, um einfach schon mal hier ein bisschen zu sparen. Vorhin. Wie viel wir hatten? Mhm. Das weiß ich nicht. Weiß es nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall 20,7. Ich glaube, dann haben wir so 2 mm gespart. Gut. Nummer 1. Nummer 1 ist fertig. Sehr geil. Ein langes Teil. Innen hohlgebohrt, soweit es geht. Mit einem ganz kleinen Steg, dass es nicht undicht wird. Genau. Hier M6 Gewinde für den Kolben. Wunderbar. Da hat es einfach nur das Ding da drauf. 9 mal 2 sind 18. 19,5. Da ist er. Der ist jetzt richtig heiß. Gut. 0,75 abdrehen. Und jetzt das Carbonrohr später drauf. Genau, mit dem Dichtungssitz. Genau, und dann haben wir doch schon einen Teil mehr fertig. So, schau, wir haben jetzt hier eine abgedrehte Schraube, wir haben den alten Kolben zum Ausprobieren, wir haben dieses Teil, wir können dann jetzt hier den Druckstufenkolben montieren, dieses Teil festschrauben, dann kommt da noch dieses Dings hier rein. Es ist so jetzt ausgedacht, dass man quasi das 29 Zoll Rohr exakt in der Hälfte abtrennen kann und dann passt die Länge perfekt für zwei Gabeln. Und dann kommt nochmal das Dings hier drauf. Genau, und dann ist die Hälfte schon fertig. Und das kommt dann hier rein. So, auch ein bisschen Loctite drauf. So, was ich jetzt noch vergessen habe, ich muss diesen Dichtkopf noch Dichtung reinmachen. 98 Gramm. 20 über der Hero Race Day. So, und jetzt machen wir das folgendermaßen. Also kein Öl drin. Kaufen. Genau, da ist auch kein Öl drin. Ich tue jetzt einmal das in 10 ml Schritten einfüllen. Hoffe, dass nichts rausläuft. 20. So, jetzt mal mit 40 ml. Dann kommt da das rein.
Da ist jetzt eine gewisse Progression, wie man sieht. So, ich würde es jetzt mal bei dem lassen. Oje. Das heißt, theoretisch kann ich das jetzt einfach da einführen. Eigentlich müsste es passen. Das Problem ist, dass das nicht in diese Öffnung geht. Irgendein Abstand ist zu lang. Ich glaube, da ist also eine Dichtung drin. Stimmt. Das muss ich natürlich da. Deswegen geht es so schwer, glaube ich. Das ist eigentlich. Zack. Genau, deswegen ist die. Jetzt passt's. Also alles ist so, wie es sein soll. So, und jetzt ist es so, dass die Achsklemmschraube. Und wenn ich die jetzt festschraube und die Achse klemme, klemmt sich auch die Kartusche im Inneren axial zusammen, dass sie nicht raus kann. Das heißt, diese Schraube sichert die Kartusche. Und wenn jetzt alles gut geht, dürfte es jetzt funktionieren, ohne dass es Probleme macht. Das Coole ist, es funktioniert. Das heißt, wir können jetzt mal noch den Einsteller hier. So, jetzt ist die Zugstufe zu. Funktioniert. Nice. Geil.